Zeitung gelesen. Sie ist mit einer Spannweite von 2,30 Meter. Hoch die 215, das ist der alte Stern. Lackierung, da die vorbeigeflogen ist. Ja, die Originale treffen sich wohl zu sehen. Die werden auch zu sehen. So, und ich hatte den schon angekündigt. Der Pilot ist der Helmut Müller. Eine Besonderheit, ein historisches Flugzeug in einer imposanten Größe, was wir jetzt gleich im Flug bewundern dürfen. Nachgebaut mit den Originalwerkstoffen, mit der Bespannung, mit tragfähigen Verbindungen. Federung, Speichenräder und den Originalnachbau eines Anzani Dreizylindermotors, ein V-Motor mit einem zusätzlichen Zylinder in 12 Uhr Position. Alleine schon das Geräusch ist vom Allerfeinsten. Mal die Regie schaut schon nach passender Musik aus der Zeit. Jetzt nimmt der Gas auf. Das geht ganz langsam. Schaut euch das an. Und viel schneller ging das beim Original auch nicht. Da war man über jeden Meter froh. Zu früh mit Wind fliegen wäre ein Fehler, aber wem erzähle ich das? Helmut ist einer der besten Großmodellpiloten Deutschlands, Europas und der ganzen Welt. Und immer, ich mache mir nie Sorgen, wenn ich ihn barfuß sehe, barfuß auf dem Rasen, dann funktioniert auch die Steuerung. So, jetzt in Wind gedreht. Fotografen, Kameras raus. Das ist ein Museumsflug. Da sieht man alle zwei Jahre nur auf der Hahnweide. Da ist auch jemand verrückter, der sowas noch sieht. Und der Pilot winkt. Achtet mal auf den Piloten da oben, der hebt die Hand. Ich meine, man hätte da jetzt ein bisschen Gewicht sparen können, um noch besser hochzukommen, aber ich finde, das Winken ist es wert. Ist das nicht schön? Also so 50 Umdrehungen mehr, das würde etwas bringen. Aber die Anordnung der Zylinder ist sowieso für mich ein Phänomen, wie die das hingekriegt haben. Aber Helmut hat wieder Höhe gemacht. Helmut, da hinten ist Sternig, geht da mal ein bisschen mehr links. Da kannst du noch 10 Meter holen. Ja, Helmut hat auch extra Federn am Hut, damit er besser steigt. Lustig.
Gib doch mal ein bisschen Gas, Helmut. Ja, der macht uns, der Helmut macht gleich mit, wenn ich das schon so hier. Um da hinten die Hecke zu überwinden. Oh, der kriegt da auch was. Louis Lerio, das war ein mutiger Mann. Es erinnert so ein bisschen das Fahrwerk an einen modernen Kinderwagen. Vor allem, wie er den gerade gelandet hat. Helmut, das war wieder mal eine tolle Leistung. Die Verbindung, das Dream Team, Günter Ludwig und Helmut. Also, Helmut sagt, er wäre wieder gealtert, obwohl er gestern diesen blonden Jungbrunnen die ganze Zeit verfolgt hat, vorne im Zelt.